Hier ist von der Altar. Herzlich willkommen zurück zu Valheim. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen nochmal Ressourcen gesammelt, nachdem das ja in der letzten Folge ein See war und kein Meer. Haben wir jetzt nochmal alle Ressourcen gesammelt, um ein zweites Boot zu bauen auf der anderen Seite hier drüben, damit wir darüber kommen. Wir haben auch die Schmiede mitgenommen, so dass wir da dann schnell rüber segeln können. Auch noch unsere Sachen reparieren können. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hingekommen sind, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen oder in der Playlist vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt oder hier in den Livestreams dabei sein. Alles in der Videobeschreibung. Wir haben sogar jetzt Rückenwind. Das kann ja jetzt nur gut werden. Wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Auf, fahr los. Schiffchen. Wir haben Rückenwind, sehr schön. So, dann stechen wir mal auf See, würde ich sagen, oder? Können wir hier ins Inventar? Ja, können wir. Gut. Wir können uns ja das auf der Karte anschauen. Wir fahren jetzt bis nach hier vorne. Und da lassen wir dann unser Boot stehen. Steigen aus, laufen hier rüber und bauen das nächste Boot und fahren dann rüber zur anderen Insel irgendwie, hoffe ich, denke ich. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der Altar auf einer Insel ist und nicht einfach mitten im Wasser. Ja, und dann segeln wir. Bin schon recht weit gekommen. Es geht ja zum Glück schnell, wenn wir jetzt Rückenwind haben. Wir haben jetzt auch hier eigentlich das Beste, was ich zurzeit machen kann, ungeupgradet. Also wir haben hier den Bronzehelm, die Bronze-Rüstung und noch so einen Trolllederumhang. Mehr geht bei mir erstmal nicht. Ich kann es natürlich noch upgraden, ja, aber das ist jetzt so. Rüstung ist erstmal 25. Ist, glaube ich, ganz gut. Wir müssen jetzt nur wieder raus, weil hier kommen jetzt wieder. Sag mir jetzt nicht, es wird dunkel. Ich habe gerade erst extra geschlafen. Ja, passt schon. Wir schaffen das schon, Leute. Warum fange ich jetzt an zu frieren? Was soll das? Kriege ich dadurch Schaden? Nee, oder? Ich sehe halt nichts mehr. Ich sehe halt wirklich nichts mehr. Wann kommt hier das Ufer? Hat noch Zeit, würde ich sagen. Will ja nicht das Boot hier direkt schrotten. Oh. Hat ja gut geklappt mit dem Nicht-Schrotten. Und halt. Und aussteigen. Da haben wir auch eine Fackel zum Glück. Essen hier schnell noch so ein Ding. Dann schauen wir mal, dass wir hier rüber auf die andere Seite kommen. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn da lang? In diese Richtung, okay. Machen wir das mal. Ja, was? Oh Gott. Ist natürlich jetzt Nacht und jetzt sind überall Gegner. Aber ich will nicht direkt hier meine ganzen Waffen aufbrauchen. Ich glaube, die werden wir noch brauchen, bevor wir hier unsere Dinge wieder reparieren können. Das heißt, wir schauen mal, dass wir hier so schnell es geht durch den Wald durchkommen. Ohne sonderlich stark geschlagen zu werden. Die Steinchen fliegen hinten andauernd von den zwei. Hier ist doch schon wieder das Wasser, oder? Ich denke schon. Und natürlich auch ein Troll. Was? Sag mir nicht, das ist ein Troll da hinten. Ne, das sind normale Gegner, glaube ich. Okay. So, wir schauen mal, dass wir ein bisschen wegkommen von dem Troll da. Nicht, dass er uns jetzt hier noch einen Strich durch die Rechnung macht. Denn wir haben jetzt das Problem,
um eine Werkbank zu bauen. Brauchen wir noch 10 normales Holz. Das hier sind jetzt aber alles Kiefern. Außer das da. Ja, das ist eine Tanne. Und wir sind natürlich auch komplett überladen. Was? Was ist denn das? Ein Skelett, achso. Huch. So, was haben wir so dabei? Wir haben... Eines brauchen wir. Das nicht aus Versehen wegwerfen. Weil wir müssen ja direkt... Och. Das kann doch jetzt nicht sein hier. Ich will einfach nur ein bisschen Holz holen. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Oh Gott, die schwimmen. Die können schwimmen. Gut, wir müssen einmal hier das Holz loswerden. Das kann ja was werden hier. Der Skelettbogenschütze ist auch noch da. Eieieiei. Warum hält denn auf einmal so viel aus hier? Da kommt noch das Skelett. Ja, auf. Au. Oh, Stufe 1 Skelett. So, ist auch weg. Jetzt müssen wir ganz schnell das Holz hier aufsammeln. Und eine Werkbank hier hinsetzen. Damit wir das Brot bauen können. Haben wir genug? Nein, ein Holz fehlt noch. Wir sollen jetzt schnell hier eine Werkbank hinsetzen. Auf, platziere sie. Gut. Und jetzt sollten wir normalerweise ein Schiff bauen können. Ja. Direkt schön Schaden gemacht. Sehr schön. Können hier auf reparieren gehen. So. Jetzt haben wir alles. Wir gehen hier rein und Abfahrt, würde ich sagen. Und der Wind hasst mich. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich glaube, wir segeln so sauber weiter hier. Damit wir mal rüber auf die andere Seite kommen. Und da müssen wir da direkt eine kleine Hütte bauen. Das heißt, das könnte recht spaßig werden. Ich finde halt der Himmel, dann sieht es einfach so geil aus. Ich gehe mal, also... Jetzt sind wir auf dem Ozean. Ich habe das Gefühl, es gibt hier auch laut dem Trailer vielleicht so Wasserungeheuer, so Seemonster. Habe ich natürlich sehr weniger Lust drauf. Vor allem, wenn es komplett dunkel ist in dem Spiel. So sind wir. Ja, wir sind in der richtigen Richtung. Wir sind schon sehr nah dran. Am Uralten. Okay, ich glaube, wir müssen hier mal selbst rudern. Wenn ich ihn jetzt nur sehen würde. Okay, in der Aufnahme sehe ich es recht gut. Dann müssen wir uns hier mal einen schnellen Lagerfeuer aufbauen. Damit wir hier einmal schlafen können, damit es wieder Tag wird. Und ihr da draußen und ich was sehe. So, halt an. Aussteigen. Wird es eigentlich auf der Karte markiert? Natürlich nicht. Super. So, was brauchen wir für ein kleines Lagerfeuer? 5 Steine, 2 Holz. Na super. Holz kriegen wir hier. Ich will ja nicht zu viel Kram machen. So, und dann mit der Spitzhacke hier schnell den Stein zerhauen. Bitte hört sich keiner. So, jetzt haben wir alles. Nein! Um Gottes Willen! Bau halt! Wollt mich hier wieder vergiften, der Kleine. Wicht hier.
Sag mal, was denn jetzt hier los? Oh Gott. Jetzt geht. Ich habe euch nichts getan. Können wir nicht einfach schlafen gehen? Ich hätte gern Tag, dann würden, glaube ich, ein paar weniger von denen hier spawnen. Wir können uns ausruhen, ja. Aber es bringt anscheinend nichts. So länger der kleine Dude uns hier abhaut. Alter, er kommt halt nicht ran, ne? Das kann jetzt nicht sein, komm her. Jetzt lass dich halt hitten, Mann. So, jetzt hier schnell. Nein, jetzt brenne ich auch noch. So, bitte jetzt schlaf. Ja, wir haben es geschafft. Bitte mach jetzt Tag draus. Ich hätte gern Tag. Dann sehe ich hier mehr im dunklen Kiefernwald. Hier ist direkt so ein schöner Stein da vorne. Okay, die Nacht können wir anscheinend nicht überspringen, aber wir haben zumindest mal. Es wird halt auf der Karte nicht markiert, ne? Hier das Lagerfeuer. Weiß auch nicht, wie ich eine Markierung hier mache. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das hier seht. Wie ich das mache. So, jetzt wird's aber hell, endlich. So, wir brauchen eine kleine Hütte. Am besten in der Nähe von dem Altar da vorne. Deswegen schauen wir mal. Aber nicht am besten im Wald hier, da habe ich keine Lust drauf, wenn hier andauernd Gegner nachts kommen. Waren vor den Grauzwergen, sie verstecken sich in Schatten, leben, doch ohne Seele sind. Ah ja. Ich hätte gerne Lichtung. Eine schöne Lichtung hätte ich gerne. Wo ich hier schön meine Schmiede aufbauen kann und meine Werkbank wieder. Hier ist schon der Altar, wo dann der Bossfight kommt. Weiß gar nicht, was muss ich denen geben hier? Oh. Alte Schüssel. Ich weiß nicht, was da rein muss. Ob da einfach wieder Geweihe rein müssen oder was anderes rein muss. Ich hätte echt gerne Lichtung. Ich glaube, hier gibt es nichts in dem Wald, was dieser Art entsprechen würde. Die direkt daneben möchte ich jetzt auch nicht bauen, weil dann das Problem ist, dass der Boss, glaube ich, auch unsere Hütte zerstören kann dann. Ich möchte hier nicht alles verlieren, deswegen ein bisschen weiter weg ruhig. Bald auch nicht zu weit weg. Ich glaube, hier gibt es nichts Besseres. Was machen wir? Bauen wir uns hier unten auf? Was? Alter. Steckt sich da so ein Skelett hier? Und noch eins. Ist doch wieder so eine Kammer, oder? Ist ja auf jeden Fall sehr schön. Oh, what? Alter. Nee. Einfach nee. Haben wir hier. Das wäre schon mal schön. Mann, wo soll ich denn jetzt die Hütte hinbauen? Ich möchte hier nicht mitten in den dunklen, düsteren Wald bauen. So wollen wir auch nicht wirklich viel Holz kriegen. Ach, wisst ihr was? Spaß drauf. Ich hole mir jetzt ein bisschen Holz und dann bauen wir hier ein paar Holzböden hin. Und machen ja was Schönes, oder?
Können wir eigentlich auch so eine Foundation bauen? So mit Holzgestellen und so. Können wir Balken und so setzen? Das ist dann für später. Aber so ein Unterbau habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet, zumindest. Oder sind das... Nein. Sag mir nicht, ich muss jetzt alle Pfähle hier hinsetzen. Das ist doch eher für innen. Wir schaffen das schon. So, dann muss ich jetzt Bäume fällen. Ist da eine Kiefer? Und wir locken natürlich auch alle Gegner direkt an. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen normales Holz raus. Ja. Ah, toll. Ist natürlich ein bisschen ungünstig hier. Aber der gibt uns ja auch Holz. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Wald hier noch ein bisschen aufräumen. Aber wir kriegen hier schön Holz, das ist sehr schön. Dann brauchen wir hier halt mal eine schöne Verteidigung. Und eine Trolle habe ich ja noch nicht gesehen, deswegen ist das ja nicht weiter schlimm. Hier ist der Höhleneingang, von dem ich sprach. Dass der doch hier irgendwo sein muss. Ich glaube, das ist ein normaler Baumstamm, oder? Ja, okay. Machen wir das doch, oder? Zerkloppen lieber die normalen Baumstämme hier. Kann ich hier noch mit einer Spitzhacke? Nee. So, ein bisschen eben hier. Ich glaube, hier würde eine schöne Hütte drin gehen. Achso, wir brauchen erst eine Werkbank. Das erklärt natürlich einiges. So, jetzt haben wir natürlich noch kaum Holz zum Bauen. Wir machen das mal so. Auf, da hätte ich gerne noch eine hin. Nein. Ich höre doch schon wieder ein Skelett da hinten. Da versteckt es, schleicht sich an. Es hat sich wirklich angeschlichen. Weg mit dir. So, warum kann man eigentlich nicht aus besserem Holz bauen? Das wäre auch noch ganz hilfreich, würde ich mal sagen. Snap, Dankeschön. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn wir ein bisschen weiter sind. So, wir haben jetzt... ganz toll. Wir haben jetzt mal hier so ein bisschen die Werkbänke und so schon reingestellt und haben jetzt hier einmal alle Wände hingesetzt. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz annehmbares Hütchen so. An sich auch ein bisschen niedriger als das jetzt. Nee, ist eigentlich genauso hoch, stimmt. Aber... jetzt nur mit einer kleinen Tür hier. Ey. Die ist ja auch falsch, die Wand. Ach. So. Wir bauen hier erstmal schnell noch das Dach fertig. Und wenn wir denn Holz hätten. Das ist so ein kleines Problem hier. Weil das halt immer nur Kiefern sind. Und die geben halt auch noch das härtere Holz. Das Kernholz. Und das brauchen wir ja gar nicht. Sobald ich irgendwas abbaue, kommen direkt die lieben Freunde, die mich immer umarmen wollen. Deswegen muss ich ja schauen, dass ich relativ leise bin und auch sehr bald mein Lagerfeuer hinsetze, wenn ich ein bisschen noch mehr Holz habe, damit wir ja auch übernachten können. Und wir haben praktisch direkt auf einer Kupferquelle gebaut. Ist eine Tanne. Oh, das ist jetzt natürlich sehr schön. Die gibt nämlich normales Holz. Ganz leise. Und keiner gehört. Es wird nämlich jetzt gerade auch schon dunkel, merke ich. Deswegen müssen wir uns hier beeilen, dass wir noch so viel Holz wie es geht rausholen und dann direkt in unsere Hütte rennen und da dann direkt mal was Schönes bauen als Lagerfeuer. Essen geht auch langsam zur Neige. So. Jetzt rennen wir mal ganz schnell noch zurück.
Und bauen hier schnell noch was. Und die Tür und so brauchen wir noch. Kleiner Ruckler. Wie rum? Eigentlich eher so rum, oder? So rum geht ja eine Tür auf. Und das meistens. Das muss auch mal gedreht werden. So. Jetzt noch das Dach fertig bauen, damit sie nicht reinregnet. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hinten irgendwo eine Ecke abreißen, wo wir dann unser Lagerfeuer hinsetzen noch. Ist nicht so schön. Es geht hier irgendwie nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht da einmal in das Spitzhacke rein. Da ist das Kupfer vorkommen, deswegen. Ja, nee, dann machen wir das anders. Setzen wir hier den Boden hin. Snappt er so? Ja, okay. Dann suchen wir uns am besten hinten links die Ecke. Ja, vielleicht probieren wir es hier mal. Ich gehe das ja ein bisschen besser mit dem Lagerfeuer. Ja. Besser, aber nicht perfekt. Wir setzen es da einfach mal hin. Machen das hier noch weg. Und dann geht das, glaube ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.